Ja, wie bereits im ersten Teil versprochen, geht es jetzt an eine Sitzbank. Neues Dekor, aber mit einer blauen Sitzbank sieht jetzt nicht so schön aus. Diesmal gibt es einen neuen Sitzbankbezug. Ich zeige euch so ein bisschen, wie es geht, zeige euch die Demontage des Bezugs, genauso wie die Montage vom Bezug. Relativ easy und das ganze Material könnt ihr natürlich wie immer im Rider Store kaufen. Sitzbank abmontiert, der alte Bezug, wir haben es jetzt erstmal alles ein bisschen sauber gemacht. Wenn wir jetzt von unten anfangen, seht ihr selber, ist rundherum getackert. Das heißt, da sind kleine Heftklammern drin. Ab Werk werden die Bezüge auch so befestigt, wo ihr darauf achten müsst gleich. Wenn es geht und der Bezug noch nicht kaputt ist, kann man ihn relativ schadstofffrei wieder runterziehen und später vielleicht nochmal wieder benutzen. Und er wird geklebt sein. Das heißt, vorsichtig beim Abziehen, man kriegt das Ganze runter, ohne dass man irgendwas beschädigt. Zum Abmontieren vom Sitzbezug brauchen wir eigentlich nicht viel. Ich benutze grundsätzlich einen kleinen Schraubenzieher, um erstmal die Krampe zu lösen. Die Heftklammer und danach, je nachdem, wo es besser mitgeht, eine Spitzzange oder auch einen kleinen Seitenschneider, um die Klammer dann auch sauber aus dem Kunststoffunterteil rauszuziehen. Alle Kampen entfernt, jetzt können wir vorsichtig den Bezug runterziehen. Wie gesagt, der kann angeklebt sein oder ist meistens angeklebt. Ein bisschen vorsichtig mit dem Ziehen sein, dann zerreißen wir ihn nicht und können ihn später noch wieder gebrauchen, wenn es nochmal benötigt wird. Vielleicht wichtig auch zu beachten, solange ihr den Originalschaum weiter benutzt und keinen höheren oder härteren oder neuen Schaum wieder zum neuen Bezug dazu nimmt, lasst den Schaum auf der Sitzbankgrundschale drauf, weil auch der ist meistens verklebt, dass er nicht so verrutscht, dass er stabiler hält. Deswegen den Schaum so weit drauf lassen, darauf achten, dass er an den ganzen Ecken noch unversehrt ist, dass da kein Kunststoff durchguckt, weil dieses Kunststoff macht meistens den Bezug dann wieder kaputt. Ansonsten genauso lassen, wie es ist, wenn ihr nur den Bezug neu macht und den neuen Bezug jetzt wieder montieren. Zum Thema Sitzbankbezug. Ich habe jetzt hier so einen Universalbezug von ProGrip. Der passt eigentlich auf nahezu jede MX- oder Enduro-Sitzbank. Das gibt natürlich auch noch direkt fürs Fahrzeug passende Sitzbänke. Wir haben jetzt den gewählt, weil er A, eine schöne Oberfläche hat, die ein bisschen Grip bietet. Und dazu sauber und einfach zu montieren ist. Befestigen das Ganze wieder, wie es original auch ist, mit kleinen Heftklammern, mit Krampen. Befestigen kann man die entweder mit dem Luxusartikel des Presslufttackers oder Elektrotackers oder auch mit einem herkömmlichen Handtacker. Das ist ein bisschen anstrengender, hat dieselbe Wirkung. Ich benutze immer einen Presslufttacker, der geht am schnellsten, ist am bequemsten und hält das Ganze sauber fest. Zur Krampe an sich, da gibt es verschiedene Höhen. Ich benutze irgendwas zwischen 5 und 8 mm. Immer sehen, dass wir ihn erstmal ausmitteln. Gerade hier hinten mit dem Logo, da ist es wichtig, dass es aus optischen Gründen auch wirklich in der Mitte ist. Und ich fange immer so an, dass ich es erstmal an beiden Enden grob befestige, dass ich zwei Fixpunkte habe und arbeite mich dann langsam vor. So, jetzt haben wir eine Seite erstmal fixiert, hinten schon mal grob die Mitte getroffen vom eigentlichen Logo, das sollte nachher in der Mitte sein. Wenn wir die eine Seite fixiert haben, fangen wir jetzt an, zur anderen Seite den Bezug stramm zu ziehen. Immer darauf achten, dass wir hier keine Falten reinbekommen, deswegen ruhig ein bisschen Kraft aufwenden. Der Bezug ist relativ stabil, da kann man auch mal dran ziehen. Hat man einen Bezug, der weniger flexibel ist, hilft auch schon mal der Heißluftföhn, um das Material ein bisschen weicher zu machen. So, wie ihr seht, haben wir hinten die Fixierung nochmal weggenommen, um das letzte Ende vom Bezug nochmal sauber auszurichten, dass wir dennoch in der Mitte sind mit dem ProGrip-Emblem. Da könnt ihr gleich wieder sauber den Bezug ganz lang ziehen, dass wir dennoch keine Falten mehr haben.
Wie gesagt, ich habe ihn erstmal fixiert, dann eine Seite angefangen, hinten nochmal ausgerichtet. Manchmal passt es sofort, manchmal muss man nochmal lösen. Aber jetzt sind wir schlussendlich so weit, dass wir ihn jetzt komplett fixieren können. Dadurch, dass wir hier einen universellen Bezug haben, haben wir natürlich auf der Rückseite relativ viel Material, meistens was übersteht. Das versuchen wir jetzt sauber, nicht gleich entlang der Tackerlinie, sondern weiter entfernt wegzuschneiden, dass die Sitzbank nachher wieder sauber aufliegt, gerade auf dem Rahmendreieck und sowas, und dass es auch wieder von unten schön aussieht. So, fertig ist die Sitzbank, von unten ein bisschen schön geschnitten. Ich habe sie nicht verklebt, sondern nur getackert. Das hält erfahrungsgemäß eigentlich einwandfrei. Und jetzt schauen wir mal, wie es auf dem Motorrad aussieht. Hier ist nun das ganze fertige Resultat. Motorrad mit neuem Dekor und schwarzer Sitzbank, wie es dazu gehört. Mit dem Thema sind wir jetzt durch. Bei der nächsten Folge zeige ich euch mal ein bisschen was zum Thema Mountainbike-Reifentechnik.